Chance haben wir noch. Eine Chance und haben wir noch. Welche bitte? Heute, wenn wir heute 2 Punkte gewinnen, ist das nächste Spiel entscheidend. Wenn wir nicht gewinnen, machen wir den Laden hier platt. Schon früh wurden die Schalke-Hoffnungen gedämpft. Die Pfälzer, bereits für den UEFA-Cup qualifiziert, spielten unbekümmert auf und waren eindeutig überlegen. So musste Norbert Niekburg zum besten Mann seiner Mannschaft werden. Er lieferte heute eines seiner besten Spiele in der laufenden Saison. Bereits in der 7. Minute das 1:0. Nach einem Eckball, Wendt war der Schütze für die Pfälzer. Der Gastgeber eindeutig überlegen, ideenreicher, schneller, viel Bewegung im Spiel, alles Sachen, die man bei Schalke vermisste. Wendt und Rainer Geil. 20.000 Besucher sahen eine zwar kämpferische Schalker Mannschaft, aber es fehlte vieles. Und dann die beste Chance durch Drexler. Wühlt sich durch und trifft aus 8 Metern nicht ins Tor von Ronny Hellström. Noch einmal der Abwehrversuch, der nicht korrekte von Neues, und dann mit dem linken Fuß verzieht er. Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn dieses der Ausgleich geworden wäre. Zweite Hälfte, weiterhin der Mann im Mittelpunkt, Norbert Niekburg. Hier ein knallharter Schuss von Hofedietz. Chancen zuhauf, gut ein Dutzend erstklassiger Tormöglichkeiten. Bongas, angeschnittener Ball, Niekburg kann abwehren und dann Benny Wendt. Noch einmal in der Wiederholung der mit dem Außenspann abgezogene Schuss von Hannes Bongas. Und beim Nachschuss, da legt sich Benny Wendt dann zu weit ins Hohlkreuz und deshalb trifft er aus nächster Entfernung nicht ins Netz. Die Schalker durften immer hoffen, bis zur 85. Minute wenigstens noch den Ausgleich zu erzielen. Dann Melzer mit einem herrlichen Alleingang, Doppelpassversuch und wieder Norbert Niekburg. Wendt. Die Schalker kämpften zwar, aber es reichte nicht. Die 85. Minute. Riedel, der ja nach Bielefeld geht. Wendt, abgeprallter Ball. Und dann Thomas Brummer, das 2:0. Die Schalke-Hoffnungen auf den Erhalt der Bundesliga endgültig dahin. Und keiner weint in Deutschland so schön auf wie Charlie Neumann, der Ligabetreuer von Schalke. Dann Trost von Hannes Bongas, dem Lauterer, der ja einige Jahre sein Geld in Gelsenkirchen bei Schalke 04 verdient. Es blieb also beim 2:0 und Schalke ist damit abgestiegen. Dr. Fendi, jetzt ist es amtlich, Schalke abgestiegen. Eigentlich schade, dass Ihr Experiment gescheitert ist, den Verein zu sanieren und dennoch in der Bundesliga zu spielen. Ja, wir haben uns ja zu Beginn der Saison ein Konzept oder eine Zielplanung gesetzt, indem wir gesagt haben, der Verein muss saniert werden und mindestens der 15. Platz. Das Letzte ist uns leider nicht gelungen. Wobei ich eins sagen muss, normalerweise dürfte ein Verein oder eine Mannschaft mit der personellen Besetzung nicht absteigen. Wie geht es jetzt weiter? Sie haben 1,5 Millionen Mark nur, muss man sagen. Vorher waren es 5. Ja. Und müssen Sie jetzt verkaufen in der zweiten Liga oder können Sie Ihre Mannschaft behalten und eventuell sogar noch verstärken, um dann wieder erstklassig zu werden? Wir müssen nicht verkaufen. Es steht auch noch gar nicht fest, wer in Schalke bleibt oder nicht. Eins ist sicher, dass wir zu Beginn der nächsten Saison eine Mannschaft präsentieren, die die Chance hat, oben in der zweiten Liga mitzuspielen. Das heißt, auch Nationalmittelstürmer Klaus Fischer wird bei Ihnen bleiben? Wir haben ja gesagt, dass Klaus Fischer noch einen Vertrag in Schalke hat und grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass Verträge erfüllt werden. Man muss natürlich bei Klaus Fischer da die Situation etwas differenzieren. Wenn wir ihn in der zweiten Liga halten, dann ist seine Chance, in der Nationalmannschaft zu spielen, vorbei.